willkommen bei einem neuen Spiel, und zwar My Colony. Und zwar werde ich einfach mal nebenbei schon mal den Koloniennamen und so weiter eingeben. Wir nehmen die Medium, das heißt, wir gehen die mittlere Stärke bzw. Schwierigkeit. Und zwar habe ich mich natürlich Alpha genannt. Ich weiß, mein eigenes heißt Juna, aber ich nehme jetzt mal Alpha. Mir ist einfach kein Name eingefallen. Und das erste, was wir haben, ist unser Zuhause. Das ist so eine kleine Landungsbucht da, sozusagen, unser kleines Raumschiff. Und wir haben einen, so einen Rover bereits, den habe ich mal losgeschickt, damit er ein bisschen erntet. Wir brauchen nämlich ein bisschen an Rohstoffen natürlich, damit wir natürlich auch hier ein paar Sachen bauen können. Hier sind natürlich, das ist nicht die einfache Stufe, spiele ich sonst. Die hier zum Beispiel braucht erstmal einen Rohstoff, und dazu müssen wir dann gucken, dass wir dann noch anderes, das umwandeln bzw. bearbeiten. Ein paar Rover immer am Anfang zu bauen bzw. zu haben ist immer gut. Small Helium 3 Extractor. Da dauert es noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen ernten. Ja, wir müssen immer mal gucken, dass wir eben halt so ein kleines bisschen hier abbauen. Das dauert immer eine Weile, dann dementsprechend die Sachen bauen. Oh, jetzt geht's. Ich denke, dann werden wir das auch mal bauen. Wo bauen wir das denn mal hin? Ah, irgendwie daneben. Ah, es ist nur ein Feld groß, okay. Weil es gibt unterschiedliche Größen. Es gibt zwei Felder, es gibt vier Felder, es gibt aber auch sechs Felder und so weiter. Umso weiter man kommt, umso unterschiedlich groß oder unterschiedliche Sachen kann man eben halt bauen. Das kleine Ding, da haben wir jetzt gebaut. Jetzt gibt der uns, sobald der Balken voll ist, einen neuen Rohstoff. Ja, da taucht es auf in der Liste oben rechts. Da sieht man, was man an Rohstoff und so weiter hat. Essen, Wasser und so weiter. Und jetzt können wir das nächste bauen. Beziehungsweise die Kosten sind ein bisschen hoch. Ach, da können wir das eine umwandeln. Okay. Das, was wir nämlich für andere Gebäude und andere Fahrzeuge und so weiter, das ist, glaube ich, brauchen. Heißt, wir müssen aber erstmal noch ein paar Rohstoffe farmen. Das bedeutet, wir dürfen einmal voll loslegen, das alles zu sammeln erstmal. Haverest heißt, wir schicken ihn Minen bzw. abbauen. Das bringen die dann zur Base sozusagen. Und das sind immer diese kleinen, gleich aussehenden Steine und sowas. Das bauen die ab. Und die bauen auch nur eine Art von Rohstoff ab. Für jede andere Rohstoffart braucht man eigene solche Fahrzeuge bzw. Gebäude. Oh, die sind schon fleißig, meine vier da. Ich habe aber auch zwei Leute, die eben halt noch keine Arbeit haben. Die laufen da herum. Das kriegt man oben alles angezeigt, oben rechts. Man hat da die Leute, wie viele man kriegen kann, wie viele man hat, Energie und so weiter. Oh, hier fehlt immer noch was. Geld hat man sozusagen, man hat Essen, man hat Wasser, man hat hier Sauerstoff. Man hat die anderen Rohstoffe halt noch, und ja, gucken wir mal, dass wir das ein bisschen bauen. Eine der Fahrzeuge kann man immer nutzen zum Bauen. Man muss aber dran denken, es wieder dann loszuschicken zum Abbauen. Und ich denke, jetzt wird das schnell genug steigen. Also die beiden Gebäude erschaffen sozusagen jetzt die anderen Rohstoffe. Oh, die Karte ist aber ganz schön groß. Ja, also ich habe nicht die Größe genommen oder so. Es geht noch größer natürlich. Man kann natürlich, aber zum Anfang kann man immer mal so einfach was Kleines starten, was Leichtes, Mittleres. Es gibt auch schwer. Schwer habe ich noch selber gar nicht gespielt oder getestet. Die Informationen zu der App selber werde ich auch unten in die Infobox noch mit reinschreiben. Ich selber bin ja hauptsächlich jetzt nur dran, das euch ein bisschen zu zeigen, was ich so angestellt habe. Das Video geht natürlich etwas länger, vermute ich mal. Aber zum Schluss hin, wenn ihr nur den Schluss sehen wollt, wie meine andere Base, die ich zurzeit eigentlich aktiver spiele, sehen möchtet, könnt ihr weiter nach hinten scrollen bzw. den Regler schieben, damit ihr das später seht. Ja, gucken wir mal. Wir können theoretisch schon mal viele verschiedene andere Sachen bauen, aber natürlich fehlen uns die Rohstoffe. Das war wieder klar. Es mangelt meistens an den Rohstoffen. Es ist einfach so. So, was könnten wir denn noch? Ah, die bauen kaum noch ab. Der eine steht nur rum.
Ah, jetzt stellen die sich perfekt hin. Jetzt stehen sie perfekt, dass sie gar nicht mehr sich hin und her fahren müssen oder so. Jetzt geht's einsam und direkt rüber. Das heißt, das geht auch mal viel, viel schneller. Jetzt müsste ich auch mal gucken, dass ich das bei meinem ändere. Aber da steht schon eine Straße dazwischen. Ey, ich muss mal gucken bei meinem Spiel irgendwann, dass ich das auch so noch anpasse. Und man kann nämlich später auch Minen und sowas setzen. Das seht ihr später natürlich im Video auch. Jetzt selber heißt es erstmal nur Rohstofffarm. Das ist nicht wirklich spannend oder so. Aber es ist eben halt dann doch sehr, sehr, sehr wichtig. So, dann kann ich euch noch nebenbei erklären. Und zwar auf der linken oberen Hälfte habt ihr noch Menütasten. Dann gucken wir noch mal kurz hier zwischendurch. Ne? Okay, haben wir oben einmal das Rädchen, da kann man unter Einstellungen auch speichern und so weiter. Das nächste ist einmal die Base selber. Und das zeigt an, dass wir, also wenn man das anklickt, kommt man wieder zu dem gesprungen. Dann sieht man, wo man eben halt die Base ist, wenn man komplett auf anderen Karten hilft oder so ist. Das nächste ist die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, wenn man es anklickt, findet man ein Fahrzeug, damit kann man dann bauen oder so. Der würde jetzt ein zu den Rovern springen. Später auch zu den halt Baufahrzeugen, weil es noch später verschiedene Baufahrzeuge geben wird. Wir beschleunigen das Ganze nochmal, wir bauen nochmal ein paar Rover. Einen so einen Stein haben wir nämlich jetzt abgebaut, das heißt, die müssen jetzt zu dem nächsten immer wieder fahren. Das ist auch immer toll. So, weiter in der Leiste. Das nächste ist ein Gebäude abgezeichnet. Da kann man einmal draufklicken, dann werden die Gebäude durchsichtig. Wenn man nochmal draufklickt, verschwinden die Gebäude, bleiben aber farbig auf dem Boden und zeigen an, was für Farben eben halt, je nachdem, was man hat, ob man da eben halt die Base hat, ob man da eine Landebucht oder sonst irgendwas hat. Das ist ganz unterschiedlich eben halt, je nachdem, was für eine Art der Gebäude es eben halt ist. So, das letzte Symbol heißt Forschung. Wenn man da drauf klickt, sobald man ein Forschungslabor hat, kann man dort Forschungen machen. Man kann eben halt unterschiedliche Sachen weiter forschen, in Gebäuden, in unterschiedlichen Sachen, so Elixiere, alles mögliche kann man da eigentlich machen, damit die Base weiter vorangeht, die Forschung, die Gebäude sich weiterentwickeln und so weiter. Also es ist schon wahnsinnig viel, was man da machen kann. Mal kurz. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 6 Stück oder so unterwegs. Ich habe jetzt nicht darauf aufgepasst. 5, 6 oder so haben wir da auf jeden Fall. Ich glaube, da reicht noch mal einer oder sowas. Man kann ja noch mal mehr mitschicken da. Die stehen da drunter? Ach, die stehen unter dem Gebäude. Das ist jetzt... Ja, okay. So, jetzt habe ich mal einen Typen angeklickt. Der hat keinen Job. Den könnten wir einstellen. Allerdings haben wir kein Gebäude. Wir brauchen Gebäude, wo die arbeiten, weil sonst stehen die da wirklich die ganze Zeit nur rum. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Wir können keine Gebäude, so wie es aussieht, bauen, weil ich keine Energie habe. Also ich habe 3 von 3 Energie, das heißt, ich kann nicht drüber. Das heißt, alle Gebäude, die Energie brauchen, kann ich nicht bauen. Ja, so sieht das nun mal ganz nah aus. Die Base und so weiter. Man kann natürlich ganz dicht ranzoomen, man kann weiter wegzoomen. Das funktioniert so schon. Ich habe die Base auch nochmal ganz groß eben halt auf dem Play auf dem Play-Video drauf. Ich habe den Hintergrund ein bisschen angepasst, habe ein bisschen sternenhimmelmäßig gebaut und habe eben halt die Base da drauf gebaut. Das Landungsschiff sozusagen, womit man ankommt, um zu starten auf dem Planeten. Ich finde es ganz, ganz lustig gemacht. Mir gefällt das Spiel richtig gut. Wir müssen aber jetzt mal kurz bauen. Und zwar haben wir hier jetzt nochmal so ein weiteres Teil gebaut, damit wir schneller steigen mit den Rohstoffen, weil das dauert dann doch ein bisschen lang. Musste ich eben halt das eine abreißen, das andere bauen, damit ich Energie habe. Damit ich schneller die Solarpaneelen bauen kann, sage ich jetzt mal, denn ohne ist ein bisschen mit Energie mau. Am Anfang, also man hat hier wirklich erstmal, arbeitet wirklich man nur mit der Sonnenenergie. Das finde ich auch richtig gut. Später ist das nächste ist auch mit Sonnenenergie. Das sind so größere Türme, die habe ich dann gebaut auf meinem Teil. Das finde ich auch sehr, sehr gut und macht echt Spaß. Also es ist
Du musst kein Atomkraftwerk oder sonst irgendwas bauen. Man kann direkt mit Sonne. Und das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch ganz besonders Sinn, das Ganze, weil eben man auf einem Planeten ist und die Sonne, wenn die Sonne da ist oder wenn man sogar, es gibt sogar eben halt, wo mehrere Sterne funkeln oder irgendwas an Energie eben halt an Sonne oder so eben halt ablenkt da drauf oder so, gibt eben halt viel mehr Energie. Und ist auch umweltschonender. So, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen was farmen. Gucken wir mal kurz. Die sind immer noch alle an dem einen Teil dran. Sieht ganz danach aus, als wenn sie das nur abbauen. Ja, das müsste aber bald auch leer sein, habe ich das Gefühl. Dann müssen die immer weiter wegfahren. Genau das werden wir auch tun. Wir werden erstmal ein bisschen Platz schaffen, weil da, wo die Rohstoffe stehen, kann man nicht bauen. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man das erstmal abbaut in der näheren Umgebung. Vieles kann man natürlich am Anfang noch nicht abbauen oder so. Oh, 150. Kannst du das nicht bauen? Ach, habe ich mich verklickt. 150, wir haben 134, 135. Ja, das funktioniert. Das können wir gleich bauen. Ich habe hier schon, ich glaube, es sind 6 dieser Fahrzeuge, ne? Sieht danach zumindest aus, es sind 6 oder so, ja. Jo. Aber Gott sei Dank haben sie noch keinen so weiten Weg, weil später müssen sie nämlich viel, viel weiter fahren. Wir haben aber gleich die Rohstoffe für das erste Solarteil. Dann können wir nämlich endlich auch weiter bauen, weil Energie ist hier wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, können wir bauen? Wo bauen wir das am besten hin? Da müsste es reichen, ne? Also 2 Stück Bounce. Jetzt müssen wir die natürlich wieder arbeiten schieben, ist klar. Jetzt fahren die nach da unten abbauen, okay. Gucken wir mal als nächstes. Was bauen wir denn als nächstes? Extractor, das heißt, er zieht Wasser aus der Erde, also bringt uns Wasser. Wir haben aber einen Essensmangel. Ich glaube, das sollten wir auch als nächstes nochmal dran denken, das zu bauen. Allerdings brauchen wir dazu ein paar Rohstoffe wieder. Also man sieht es, man braucht immer ein paar Rohstoffe, um was bauen zu können. Jetzt können wir das Gott sei Dank auch bauen. So ein Greenhouse, also einfach so ein grünes, ja, so ein grünes Gartenhaus, so ein großes, wo man eben halt was anpflanzt. Da können wir auch einen der Arbeiter reinschicken, dann geht das auch schneller. Na, bau das doch mal. Fährst du so komisch herum? Oh, geht doch. So, schicken wir den wieder los. Beziehungsweise gucken wir mal, was können wir denn noch bauen? Was können wir denn noch bauen? Das ist alles zu viel. Wir müssen echt auf diese Rohstoffe warten, dass sie das eine verarbeiten zum anderen. Das dauert immer ein paar Minütchen. Aber natürlich habe ich auch dafür gesorgt, dass das Video nicht allzu lang ist, dass wir so lange warten müssen oder so. Ich habe ein bisschen was losgeschnibbelt. So, dann gucken wir doch mal. Jetzt müssten wir eigentlich ein paar Rohstoffe haben. Ich habe nämlich jetzt mal kurz geguckt. Also das eine hat ein Ausrufezeichen, das heißt, es ist voll, es geht nicht runter, es geht nicht hoch. Also es bleibt stabil. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Wir sollten mal was für Wasser tun. Setzen wir das einfach mal dahin, das passt dann schon. Essen ist auch voll, geht auch nicht hoch und nicht runter. Ich habe auch nur 2 Leute, das heißt, der Verbrauch geht nicht hoch oder runter oder so. Es ist stabil. Für 2 Leute reicht das, was ich jetzt gebaut habe, auch völlig. Jetzt müssen wir aber nochmal gucken. Das erste große Teil bauen für das nächste Rohstoff. Setzen wir das jetzt mal hin. Setzen wir es da hin. Passt schon.
So, meine Rover fahren schon zum nächsten Teil, das abbauen. Ist auch sehr, sehr gut. Der eine Rover ist fleißig am Bauen, das ist sehr, sehr gut. Die anderen bauen fleißig ab, das ist gut. Keiner steht rum, so wie es aussieht. So, jetzt können wir da mal kurz reingucken. Jetzt können wir nämlich noch mehr bauen. Es gibt den Rover, den normalen, den Wasser, also den Waterbot. Das ist zum Beispiel der, der dann losfährt und irgendwo einen Eisfleck oder sowas abbaut. Dann ein bisschen Roboter, der baut. Der kann dann mehr bauen als ein normaler Rover. Es gibt aber auch den Miner. Und der baut dann zum Beispiel schon das gleiche ab, aber er bringt das dann eben halt dorthin, wo es dann zu einem neuen Rohstoff verarbeitet wird. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Man kann natürlich auch Bodenplatten bauen, zu einer Art Straße, das werde ich euch jetzt auch mal kurz zeigen. Dann sind die nämlich auf den Straßen fahren, sind nämlich schneller, also sind schneller unterwegs. Und das hilft uns auch nochmal, um immer die Entfernung und sowas schneller voranzukriegen. Das sieht man auch schon beim Bauroboter bzw. Rover, dass das viel, viel schneller geht. So. Und ich halte immer lieber Straßen zwischen den Gebäuden, damit wirklich, wenn die Rover und sowas alles fahren, dass es eben halt sehr viel schneller alles geht. Das kostet alles immer ein bisschen was. Ein Small Shelter, das ist zum Beispiel ein kleines Haus oder sowas. Landepad ist Landebahn, da kommen dann neue Leute so nach und nach. Ist auch so ein Balken, der sich dann langsam füllt und dann kommen dann die Leute nach und nach halt. So, jetzt haben wir erstmal aber einen Tank gebaut fürs Helium. Beziehungsweise ja, für einen der Rohstoffe halt kann man auch so Tanks oder so Silos bauen, damit das eben halt schneller geht. Und diese Mine zum Beispiel kann jetzt dieses fortschrittliche Rover, sage ich jetzt mal, bauen. Und das sind dann Minen wirklich, statt dann die Steine, bauen sie eben halt die Minen leer. Und die Minen kann man aber immer wieder neu dort setzen. Das heißt, ich kann theoretisch Rohstoffe ins Unendliche sammeln. Oh, H2O kriege ich jetzt auch. Ne, O2 nur. Genau, das ist jetzt dieses das weiße Symbol ganz unten bei den Ressourcen. So, jetzt der baut jetzt in Ruhe die Minen da sozusagen und die gehen jetzt dran und gehen an die Mine dort und bauen das dort ab. Die Minen sind einmal sehr gut gefüllt, die haben immer sehr hoch sind die und dann lohnt sich das auch, muss ich sagen. Es lohnt sich dann wirklich, die zu nutzen. Weil ich überlege gerade, in der Umgebung ist immer noch so viel. Ob wir das nicht lieber doch dann abbauen sollten? Also ich finde es schon lustig, dass die da so hin und her düsen, da alles abbauen und alles holen und alles. Das macht echt viel Spaß. Ja, der Bauroboter zum Beispiel ist zum Bauen nur da. Oder man kann ihn halt verkaufen oder sowas, um dann später die besseren dann, also zu ersetzen einfach oder sowas. Aber im Moment brauche ich den halt und einer reicht am Anfang wirklich. Also wenn man später dann, es gibt auch Gebäude, die sind sehr, sehr langsam im Bau, da kann man beide Roboter gehen dann hin meistens und bauen das halt dann ab. Beziehungsweise bauen dann die Sachen auf. Die Gebäude werden dann durch die fertiggestellt. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Die Rohstoffe müssten eigentlich doch langsam mal reichen, oder nicht? So, wir beschleunigen das Ganze nochmal.
jetzt drei von den Dingern, die müssten dann deutlich schneller sein, weil Rohstoffe haben, das ist eben halt das A und O hier. Sonst kommt man wirklich nicht voran. Wir haben kaum noch Energie, wir haben noch einen freien Energieplatz. Ja. Solange wir eben halt die anderen Rohstoffe da in Tausenden haben, dann können wir doch auch einfach mal ein paar Straßen bauen. Dann ist unser Bauroboter sozusagen, unser Fahrzeug da auch mal beschäftigt. Also Straßen bauen geht echt schnell. Also das finde ich echt gut. Natürlich gibt es auch später bessere Straßen, dann sind die noch schneller unterwegs. Aber ich finde die erste Straße erstmal völlig ausreichend. Man muss nicht bis später warten oder so. Und die habe ich eigentlich immer sehr, sehr lang. Weil die andere kostet dann noch andere Rohstoffe und das dauert dann noch viel, viel länger, das alles dann immer zu haben und so. Aber das sollte schon funktionieren, so. Der hat zum Beispiel schon einen Job. Leben, also man kann wirklich Informationen über die herausfinden und so, aber ich habe nicht gemerkt, dass da irgendwie groß im Unterschied irgendwas ist. Also dass das irgendwie groß was gebracht hat oder so bis jetzt. Vor allem am Anfang ist das eigentlich recht uninteressant. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir da mal was gebaut kriegen. Und zwar gucken wir mal, wo bauen wir denn jetzt die hin? Dürften zwei reichen? Ich denke, es reichen zwei Stück. Und zwar sind das so kleine Silos. Die gibt es natürlich später dann auch größer. Kann man auch upgraden dann, sobald man die größeren bauen kann. Solange man die Rohstoffe hat. Die sollten jetzt dafür sorgen, dass weiter Essen eben halt hochgeht. Bei 110... 600 ist schon besser, weil irgendwann wollen wir dann mehr Leute haben und dann brauchen wir auch mehr Nahrung. Und wenn das dann zu schnell sinkt, dann kann ich nicht richtig darauf reagieren. Das Gute finde ich auf diesem, also in dieser App, ich bin ja über Android, ich habe hier ein Samsung, habe ich hier, läuft die App stabil. Sie läuft wirklich absolut stabil. Sie ist bis jetzt nicht einmal abgestürzt. Speichert automatisch das Spiel nach einer Weile. Das ist auch sehr, sehr gut. Man kann aber natürlich auch manuell speichern. Was auch immer mal, wenn man aufhört zu spielen, immer zu empfehlen ist. Es ist einfach so, Leute, speichern, das kennt man so von früher vielleicht noch so mit Klick speichern, so, ne, im Menü. Bei manchen anderen Spielen ist es ja auch noch so, aber wenn man halt online spielt, ist es nicht wirklich viel zu speichern oder sowas. Das machen dann die ganzen Server. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt ein bisschen Energie haben wir natürlich noch. Wir haben ja alles bei der Base hingestellt. Zum Teil ist aber nicht schlimm. Aber was könnte man dann als nächstes bauen? Ich überlege gerade. Also es ist wieder mehrere Sachen möglich. Es gibt natürlich da noch andere Sachen. So, dann überlege ich mal. Was bauen wir? Okay. Es gibt mehrere mögliche Sachen. Ich glaube, die Mina bauen wäre jetzt erstmal ganz gut. Ein paar bauen halt, ein paar losschicken, damit sie noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Ja, machen wir das erstmal. Passt schon. Meine Nachbarn machen wieder Lärm. Toll. I love it. So. Gucken wir mal, was können wir denn noch machen? Da sind immer ganz teure Sachen dabei. Worauf was sparen wir denn mal jetzt? Was wäre jetzt immer klug? Also, ich kenne das Spiel natürlich, aber
der Anfang ist immer so, am liebsten will ich alles erstmal gebaut haben, aber ja, manchmal muss man Prioritäten setzen. Man hat nicht immer genug Energie oder Rohstoff und sowas. Und wie man schneller weiterkommt und so weiter, weil ich finde, bis zur Forschung dauert es ein bisschen. Und dann dauert es mit der Forschung immer so extrem lang, deswegen muss man echt zusehen, dass man ganz viel Forschungslabore und sowas baut, damit das schneller geht. Jetzt gucken wir doch. Irgendwas finden wir doch hier. Genau, bereiten wir uns jetzt am besten erstmal vor. Und zwar will ich ja gleich die Landebucht, damit mehr Leute kommen, erstmal ein bisschen was bauen. Das heißt, wir müssen für Essen sorgen, wir müssen dafür sorgen, dass das alles funktioniert. Nicht, dass wir einen Einbruch an Wasser und Leben, also beziehungsweise Essen haben und die Leute noch unglücklicher werden oder so. Man möchte ja nicht, dass die irgendwie draufgehen oder so. Das kommt ja überhaupt nicht gut. So, jetzt bauen wir da nochmal. Toll, meine Nachbarn hämmern. So, jetzt haben wir 4 davon. Also das müsste schon ganz gut sein. Aber was machen wir jetzt? Erstmal Straße ausbauen. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Was könnten wir noch gebrauchen? Oh, natürlich, bevor man die Landebucht oder sowas baut, braucht man erstmal andere Sachen. Man braucht auch sowas wie, ja, etwas für Freizeit oder irgend solche Sachen halt. Später kann man sogar, glaube ich, auch Casinos oder Motels und sowas alles bauen. Und also so Gaststätten, damit so Gastarbeiter und sowas kommen können und alles mögliche. Zurzeit sind wir ja noch sehr angewiesen wegen den Erdenbewohnern, sage ich jetzt mal, die auf der Erde sind. Die haben nämlich, ja, von denen leben wir sozusagen. Die müssen wir auch irgendwann mal bezahlen wieder. Das kostet auch immer ein bisschen Münzen sozusagen und deswegen müssen wir gucken, dass wir das auch bald irgendwie hinkriegen. Langsam füllen sich die Rohstoffe. Das ist immer noch ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Aber ist natürlich, weil sonst kriegt man das eine nämlich direkt. Oh ja, jetzt mussten wir zahlen. Musste ich jetzt ein bisschen was abdrücken für die Erdbewohner. Gut, dass man mit ein bisschen was startet, aber natürlich ist das nicht so immens viel. Das ist immer ganz doof. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt brauchen wir noch mal ein paar mehr, weil jetzt will ich wirklich mal langsam mehr haben. Das muss hier ein bisschen schneller gehen. Jetzt brauchen wir noch mal eine Mine. Und noch ein paar mehr. Gut, wirkt ein bisschen sehr krass viel, aber irgendwie muss man ja ein bisschen was bauen halt, damit wir schneller vorankommen. Dann haben die Leute das auch nicht so weit mit den Rovern, weil die fahren jetzt auch in alle möglichen Richtungen, weil nur da oben eine Mine ist. Und die fahren eben halt das, was als nächstes eben halt ist, an. Da unten zum Beispiel der Rover unten rechts, der fährt ganz nach da unten, fährt dann da nach oben wieder. Straße hinbauen ist auch eine doofe Idee, weil wenn das Ding dann weg ist, dann haben wir die Straße dann noch stehen. Dann müsste ich die auch wieder wegreißen und das ist irgendwie die doppelte Arbeit, habe ich das Gefühl. So, das Spiel wird wieder gespeichert, sehr schön.
So, wir müssen natürlich noch gucken, dass wir noch ein bisschen was weiter bauen. Oh, wir können einiges bauen. Also ein paar Rohstoffe haben wir schon mal. Gucken wir doch mal. Oh, was sehe ich denn da? Wo setzen wir das denn jetzt hin? Ah, nee, das sieht irgendwie doof aus. Irgendwo anders? Ah, ich weiß nicht. Diese einzelnen Dinge und dann so ein riesen Teil, die Straßen passen nicht drumherum. Wo setzen wir das denn jetzt hin? Hier hinten zum Beispiel, hier hinten so? Obwohl... Ah, so jetzt. So sieht's doch besser aus. So können wir doch mal die Landeplattform bauen, damit wir neue Leute kriegen. Das wäre schon mal nicht schlecht, aber mir fällt gerade ein, wir brauchen noch etwas anderes. Die Leute können ja nur dann kommen, wenn wir auch Wohnungen sozusagen für die bauen. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo bauen wir die denn hin? Ich habe echt keine Ahnung, wo setzen wir die denn hin? Ja, da hinten soll eher Industrie und sowas sein. Dahinter ist auch wieder doof. Wo setzen wir? Hier unten vielleicht? Ach, daneben geklickt. Nochmal, komm schon. So, schön gerade. Ich denke, zwei reichen auch da erstmal. Oh, jetzt wechselt er. Jetzt nicht wirklich. Er wechselt echt. Du sollst doch erstmal das eine fertig bauen. Kannst du dann nicht alles anfangen? Aber ich sehe schon, wir haben ein paar Rohstoffe. Aber wir haben drei Ausrufezeichen. Also voll ist alles. Und wie, wenn man sieht, so, wir haben noch voll viel Platz. Aber wir haben auch andererseits auch schon so viel Platz wieder schon aufgebraucht. Obwohl wir erst ja, ein bisschen spielen. Freue ich mich schon auf das nächste, was dann später kommt. Aber jetzt erstmal gucken. Wo. Ach, die beiden Häuser hat er schon fertig. Jetzt das, die Landeplattform noch. Also das Spiel macht mir richtig viel Spaß. Man kann zwischendurch einfach speichern, aufhören zu spielen und irgendwann weitermachen. Oder einfach das Handy, wie ich das mal gemacht habe, ins Ladegerät einfach hängen und das eine halbe Stunde einfach so laufen lassen oder eine Stunde laufen lassen, während ich was anderes am Computer mache und gucke nur ab und zu mal, dass alles im grünen Bereich bleibt und dann sammeln sich eben halt die Rohstoffe an und dann kann man richtig wieder aktiver spielen und das ist eben halt sowas wie anstatt Rohstoffe farmen selber, passiert das hier automatisch nach einer Zeit, dass sich das alles ansammelt. Also ich finde das ganz interessant. Oh, wir haben den ersten Besucher. Den ersten neuen Typen fürs Zuhause hier. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay. Was stellen wir denn jetzt an? Da ist mein Bauauto. Gucken wir doch mal. Hier daneben, ja, so. Ja, so können wir das Teil bauen. Wir wollen ja auch vorankommen und umso weiter man kommt, umso verschiedene Rohstoffe und sowas alles gibt es. Und das ist dann auch schon ganz interessant. Ein Auto braucht jetzt sehr lange, um das fertigzustellen, muss ich sagen. Ich überlege gerade, ob wir noch ein zweites kaufen, aber ich glaube eher nicht. Ach ja, unten gibt es diese kleine Geschenkbox. Die kann man annehmen oder auch eben halt so lassen. Erstmal, das sind also so kleine Geschenke, so von der Erde oder sowas eben. Da kriegt man eben halt auch ein paar Unterstützung, so Münzen oder sowas halt. Oh, und jetzt müssen wir zahlen zum Beispiel. Aber bekommen, beziehungsweise hingegeben und wieder bekommen, so ein bisschen was. Ist auch immer ganz interessant. So. Oh, wir können noch nichts bauen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir damit nichts bauen können. Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn jetzt alles gebaut? Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Nahrung, wir brauchen eigentlich so ziemlich alles wieder. Es sinkt nichts, aber wenn wir jetzt wirklich bald acht Leute oder so haben, dann brauchen wir schon was.
Und die Landeplattform hat auch so einen Ladebalken halt. Und wenn der voll ist, kommt dann ein neuer, ja, neuer Arbeiter, sage ich jetzt einmal. Eine neue Person, die hier leben und arbeiten will. Und wir müssen auch immer dran denken, genug Straße zu bauen, damit die Rover und alles immer und die Arbeiter natürlich gut vorankommen. Was ich immer gerne mache, ist die Landebahn komplett mit Straße umringen, damit die, die ankommen, sich wirklich schneller fortbewegen können. Oh, hier auch noch daneben klicken. So. Also ich lasse jetzt auch zurzeit den Minenbau erstmal, weil die erstmal die Rohstoffe von diesem Planeten abbauen sollen, damit wir Baufläche kriegen. Es macht am meisten Sinn, erstmal das zu machen. Einfach das Handy liegen lassen und laufen lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich auch auf dem Tablet zu spielen. Das habe ich auch gemacht. Allerdings ist unser Tablet nicht so für Spiele ausgelegt. Deswegen war das schon etwas ruckelig. Aber wenn das Tablet eben halt für Spiele, also solche Art von Spiele, die eben halt CPU und alles brauchen, dann ist das schon okay. Aber ansonsten, wenn das eher so ein schwaches Tablet ist, was vielleicht so gerade irgendwas hinkriegt, wie YouTube-Videos gucken oder schreiben oder lesen oder was auch immer, so ein Tablet benutzen wie ein E-Book-Reader oder sowas, dann ist das noch okay. Aber das Spiel hier zieht ein bisschen mehr. Und deswegen spiele ich das auf dem Handy und nicht auf dem Tablet. Und jetzt haben wir erstmal gut hier ausgesorgt. Ich denke mal, das passt so ein bisschen. Also hier Siedlos gebaut und alles. Jetzt bauen wir noch mal ein bisschen was anderes, damit wir hier auch genug eben halt an Energie, Wasser, an Essen und sowas alles genug kriegen. Dass das nicht so schnell leer geht, dass das immer ein großer Satz ist, was man hier kann. Aber Wasser steigt sehr, sehr langsam. Da sollten wir auch noch uns drum kümmern. Gut, jetzt sollte es besser sein. Ja, das ist so eine kleine winzige Siedlung erstmal. Ich denke, das ist auch ganz gut so. Ich würde sagen, es ist ein gutes Maß. Also ich kann immer noch nichts bauen. Oh, das ist ja fies. Eigentlich kann ich da irgendwas herstellen. Was war denn das nochmal? Irgendwas hatte ich da noch. Naja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, dass dieses Spiel, also es scheint manchmal, also manche mögen sowas, manche ja nicht. Es ist eben halt so ein kleines Gelegenheitsspiel, was kostenlos ist. Was eben halt in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen und verschiedenen Größen der Karten eben halt auch hat. Wenn einer halt so seine eigene Kolonie sozusagen bauen will, auf einem anderen Planeten und so weiter und dann irgendwann selbstständig da wirklich arbeiten und leben will und sowas, dass man nicht mehr von der Erde ein bisschen abhängig oder so ist, von Arbeitern oder sonst irgendwas. Denn man kann auch Forschung so weit treiben, dass man, ja, soll ich sagen, in die Biologie der Menschen eingreift, also in den Bewohnern und selber seine erschafft, sage ich jetzt mal. Es kam mir schon echt witzig rüber. Okay, jetzt produziert das Gebäude doch schon mal was. Und zwar das nächste Rohstoff, was ich brauche. Und wir erweitern das drum nochmal. Wir haben hier Essen, sollten wir mehr kriegen, weil wir haben 7 von 8 Leute. Und wenn wir mehr Leute haben wollen, müssen wir das natürlich auch erweitern. Also man muss schon echt auf einiges achten. Aber es macht eben halt ganz viel Spaß, finde ich. Wollen wir den denn? Jetzt weisen wir den mal das Zuhause zu. Die haben noch keine Arbeiter. Okay. Wo sind die Arbeiter? Da ist einer drin. Also manchmal, wenn die ankommen und nicht wissen, wo sie arbeiten sollen oder so, weisen wir denen die einfach zu. Wie jetzt zum Beispiel, da habe ich denen zugewiesen, dass er da unten arbeiten soll. Dann arbeiten die Gebäude auch effizienter. Also ich würde sagen, an Rohstoff haben wir gut schon
abgegrast hier. Ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Die stehen jetzt alle rum, die Rover, sehe ich gerade. Eieiei. Ja, jetzt müssen wir Minen bauen, weil sonst arbeiten sie ja gar nicht mehr. Wo sitzen wir die denn am besten hin? Ich denke, auf der Seite wäre das klug. Setzen wir einfach mal ein paar Minen, dann hält es auch ein bisschen länger. Weil die nichts zu arbeiten oder irgendwelche Befehle haben, bauen jetzt alle dran. Das ist sehr, sehr gut. Dann geht das auch viel, viel schneller, so wie es aussieht. Ja, es geht auf jeden Fall schneller. Das ist echt gut. Da kommt noch einer. Ah, seht ihr, da wird das doch schon viel, viel schneller alles. Und soweit wir die Minen haben, können wir die anderen auch arbeiten schicken. Weil dann geht das alles auch wieder nach oben, weil sonst verliert man an den Ressourcen einfach alles. Weil ohne Ressourcen läuft hier wirklich gar nichts. Man muss echt darauf achten, dass alles weiter steigt und nicht sinkt. Also ein roter Pfeil, während gebaut wird, okay, aber der muss trotzdem dann steigen, wenn dann nicht halt nicht mehr gebaut wird. Das ist sehr, sehr wichtig. So, jetzt gucken wir mal. So, der soll arbeiten, der soll arbeiten. So, So. Es ist nicht ganz so einfach, finde ich, mehrere auszuwählen, manchmal. Und, aber ich habe das schon ganz gut drauf, denke ich. Sollte sein. So, jetzt sind wieder alle am Herumdüsen. So, jetzt steigt auch wieder alles. Das ist schön. Jetzt kann man theoretisch wieder Rohstoffe farmen. Jetzt gucken wir aber mal kurz durch. Was können wir noch alles bauen schon? Okay. Jetzt erweitern wir mal die Aufnahmekapazität davon, weil da ist ja ein Ausrufezeichen. Das heißt, es steigt nichts und das gefällt mir nicht. Es soll schon ein bisschen was steigen. Auch wenn man die Ressourcen vielleicht nicht mehr ganz so viel zum Ende hin unbedingt braucht oder so, aber trotzdem sollte man da einen guten Satz haben, dass man das auf jeden Fall jederzeit nutzen kann. Wände gibt es natürlich auch, die habe ich aber noch nie gebaut, weil ich die bis jetzt noch nicht brauchte. Also ich wüsste nicht wofür. Vielleicht ganz viel später, dass vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Gegner kommen oder so. Oder einer mich angreift oder irgendwas, ich weiß es nicht. Aber bis jetzt brauchte ich keine Wände. Natürlich, wenn einer von euch dieses Spiel schon gespielt hat oder kennt oder weiß, wie es noch schneller geht oder wie der schwerste Teil zu spielen ist. Das werde ich nämlich hier nicht zeigen. Ich habe nur die leichte und mittlere und das hier ist ja zurzeit das mittlere. Das erkennt man an dem Grau, an dem grauen Boden. Wenn einer natürlich Erfahrungen hat im Schweren, wie gesagt, schreibt es euch einmal in die Kommentare. Ich lese gerne über diese Spiele. Und wenn ihr findet, ich habe irgendetwas irgendwie vergessen, völlig vergessen oder so, was gesagt werden müsste über dieses Spiel oder so, einfach mal auch in die Kommentare. Ich lese das wirklich sehr gern. So, Energie sollten wir jetzt auch dann genug haben, nachdem wir das ausgebaut haben. Ich bin am Überlegen, was wir als nächstes machen. Also die Minen halten schon ganz lang. Die unteren Fahrzeuge müssen sich gar nicht bewegen. Die können direkt abladen. Das ist wirklich sehr, sehr gut dafür, dass wir dann das viel, viel schneller alles kriegen. Aber natürlich wird es Sachen geben, die ich nicht so schnell wieder bauen kann oder so. Wenn ich mir so das angucke. Ja. Das
ist einer nach Hause gegangen, einer der Siedler. Ich dachte schon, der ist einzeln, der läuft rum und hat keine Arbeit, aber anscheinend nicht. So, jetzt gucken wir mal, was, wie viel kostet denn was hier? So, jetzt setzen wir einen Teil hin, was Sauerstoff produziert. Was mich fröhlich stimmt, ist, dass die Autos wirklich übereinander hinwegfahren können. Dass sie sich nicht komplett selber im Wege stehen oder so, weil das wäre echt ein bisschen ärgerlich sonst. Auch wenn das recht logisch ist, aber sonst würde ich kaum an irgendwelche Sachen rankommen, so wie die Rover da oben hin und her fahren und nicht mein Baufahrzeug dahinter parken müsste. Okay. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. So, jetzt noch mal ein bisschen später natürlich mal einen kleinen Cut gehabt. Was können wir denn jetzt eigentlich bauen? Also ich habe jetzt ein bisschen was an Rohstoffen hier schon wieder. Solar haben wir schon genug, das haben wir auch schon. Häuser, Landeplattform kann man natürlich öfters welche bauen, dann hat man natürlich mehrere. Die Goldrefinerie. Raffinerie, mein Gott. Gibt einmal Gold und einmal natürlich Ohr, also normal. Aber der kann es immer noch nicht. Der kann immer noch nichts bauen. Das ist doch dieses Gebäude, das bringt mich. Also im leichten ist natürlich alles leichter und geht schneller und so. Ich glaube, zu der Zeit, wie ich jetzt hier die Aufnahmen gemacht habe, hatte ich schon Forschungslabore und sowas, damit da schon mal alles sammelt. Aber hier ist das natürlich nicht so. Hier ist natürlich alles ein Ticken komplizierter. So, jetzt gucken wir noch mal. Die Minen gehen auch schon langsam zur Neige, sind nur noch 3 Stück. Also meine Fahrzeuge sind da echt flink unterwegs. Essen geht zurück. Wir müssen uns immer drum kümmern. Ach, Herrgott, immer alles daneben klicken, ey. So, weiter beobachten das Ganze. Wasser, Nahrung. Man muss das echt immer im Blick haben, sonst gibt es irgendwann wirklich Probleme, dass man auf einmal auf Null ist und dann, ja. Da sind denn die Arbeiter nicht so glücklich drüber, dass es keine Nahrung und so weiter gibt. So, einen Goldminer habe ich jetzt hier schon gebaut und der fährt jetzt los zu diesem Goldhaufen dort unten. Er hat 2000 drin. Ein bisschen was an Gold haben wir da, aber nicht sehr viel. Aber später kann man auch seine eigenen Goldminen, also so eine Gruben, bauen. Beziehungsweise aufstemmen den Boden. Immer wieder natürlich auch wie die sind endlos, können wir immer wieder neu bauen auf der gleichen Fläche und gibt immer wieder neue Ressourcen. Das kann man später machen, aber zurzeit sollte er erstmal wieder was anderes abbauen, damit wir die Ressourcen da wegkriegen. Und dass wir das schon mal ansammeln. So, jetzt nochmal ein bisschen Essen und so weiter. Falls wir dann noch mehr Leute haben möchten, dann können wir nämlich in Ruhe dafür sorgen. Der baut nicht ab. Ach, der hat, glaube ich, keine Anlaufstelle, oder? Stimmt, ich habe hier keinen Goldteil gebaut. Ich kann nur ihn bauen, ja. Da war irgendwie was. So, jetzt brauchen wir noch mal Minen, damit wir nicht so schnell leer gehen. Also 2 Stück wieder zurücksetzen, damit wir wieder was haben. Dann gucken wir noch mal hier, was könnten wir bauen? Straßen erweitern wäre nicht schlecht. So, wo bauen wir denn die Straßen hin? Diese kleinen Kästchen erwischen mit einem dicken Finger. Naja, gut, meine Finger sind nicht dick, aber trotzdem. Die Finger, auch Mann. Immer vor daneben klicken hier. So, erstmal wieder Straßen bauen.
kann nie schaden. Können wir auch irgendwann die Minen dann eben da dran setzen, dass die da dran stehen. Dann ist das alles schneller. So. Jetzt aber natürlich nochmal gucken. Die Ressourcen steigen ja wahnsinnig schnell, finde ich. Ist wirklich nicht schlecht. Jetzt haben wir denen wieder natürlich arbeiten geschickt. Wenn wir das nach dem Bauen nicht machen, dann bleibt er einfach nur stehen. Und arbeitet nicht, aber das finde ich dann eben halt nicht so effizient. Jetzt gucken wir nochmal, was können wir jetzt bauen? Ja, Goldraffinerie. Entschuldigt, dieses Wort ist echt furchtbar. Ah, daneben geklickt. Nochmal ein versetzen. Das müsste passen. Können wir noch einen Weg dazwischen ziehen? Und dann hätten wir das getrennt und das alles schnell. Und ich denke, dann kommt auch das Goldfahrzeug sozusagen und baut richtig ab und lädt nicht nur ein, sondern auch ab eben halt bei uns. So, was wäre denn noch gut? Also man kann auf jeden Fall wahnsinnig viel machen, man kommt sehr weit, irgendwann beginnt auch wirklich die Forschung, das dauert immer nur ein bisschen am Anfang, dass man erstmal die Routine reinkriegt, worauf man alles achten muss, dass Ressourcen eben halt gefarmt werden und so weiter. Also es macht schon wahnsinnig viel Spaß, man kommt sehr, sehr weit, das automatische Speichern gefällt mir wahnsinnig gut, das ist wirklich, ich finde das einfach fantastisch. Meistens würde ich echt vergessen zu speichern, dann bin ich mir sicher und dann finde ich dieses Automatische wirklich toll. Und am Anfang kann man auch ein paar Einstellungen machen, hat man auch am Anfang des Videos halt gesehen. Man kann seiner Kolonie einen eigenen Namen nennen und also benennen und geben und sowas alles und das finde ich richtig toll. Und der heißt auch automatisch so, der Speicher, also was automatisch gespeichert wird, der wird immer wieder überschrieben natürlich und es heißt immer gleich. Das fängt nicht mit irgendeinem Zirkeln dahinter nach an, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, damit er den Speicher vollknallt, sondern es ist immer der gleiche Spielstand. So. Ist auch endlich gleich fertig, ich komm schon. Also ein Baufahrzeug ist doch ein bisschen langsam. Also man kann natürlich zwei, dann ist es schneller. Oder man kann parallel gleichzeitig, also parallel wirklich mehrere Sachen bauen. Aber das... So. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, diese Goldmine hier. Gucken wir mal, was das kostet. Oh, ist aber teuer. Eine Ressource habe ich nur 5, aber ich brauche 10 immer pro Teil. Das ist doch ein bisschen viel. Ja, bauen wir erstmal Straße. Das kann ich gut. Und schnell. Fertig. Es ging wirklich schnell. Jetzt gucken wir nochmal, was könnten wir noch bauen. Zu Hause nochmal 2 Stück bauen, damit wir nochmal mehr Leute kriegen, damit die auch die Gebäude füllen. Das wäre echt nicht schlecht. Das Gebäude ist fast fertig, fast fertig, fast fertig. Und fertig. Sehr cool. Jo, was machen wir als nächstes? Irgendwas könnte man doch noch machen. Gucken wir einfach mal. Straße erstmal. Direkt wieder weggeklickt. Super. So, erste Platte, zweite Platte, fertig. Also Straßen bauen geht wirklich wahnsinnig schnell. Das finde ich richtig toll. So, wieder Game wurde gespeichert. Sehr schön. Und da ist schon der nächste. 9 von 14 Leuten habe ich jetzt hier schon. Das ist doch toll. So, was machen wir nun? Er hat keine Arbeit. Kann man doch irgendwo hinschicken.
Jo, haben wir zugewiesen. Wunderbar. Ach, den haben wir ja ganz vergessen. Den müsst ihr jetzt ja eigentlich abbauen können und das wegbringen können. Das Gebäude müsste eigentlich dafür genau richtig sein. Ja! Oh, immer 6. Okay. Ich glaube, da müssen wir auch noch ein paar bauen für. Aber natürlich brauchen wir dafür auch Rohstoffe, ist klar. Aber ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge machen. Aber ich glaube, das geht schon ganz gut so generell voran, ne? Also es sieht zumindest gut aus. Wenn wir jetzt von dem einen Fahrzeug noch was bauen, dann könnte man auch schneller werden. Die müssten irgendwo jetzt... Ach, die stehen dahinter, okay. Man sieht manchmal schlecht, wo die ganzen Fahrzeuge und so sind. Oh, jetzt habe ich alles ausgewählt. Schicken wir sie doch mal arbeiten. Sind die jetzt losgefahren? Ich glaube nicht. Wo sind die Fahrzeuge? Ach, da. Ich habe schon wieder falsch geklickt gehabt, ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Fahrzeuge mehr. So, alle Fahrzeuge weg, sehr schön. Und jetzt können wir das mal anfangen, die zu verkaufen. Dafür haben wir ja unten das Gebäude gekauft gehabt. Muss man einfach das Fahrzeug anklicken und dann das Gebäude und schon werden sie zu Ressourcen. Natürlich zu der niedrigsten Ressource, die es hier gibt, den Anfangsressource, aber es ist besser als nichts oder so. So, und natürlich würde ich auch natürlich jetzt gerne mal meins zeigen, und zwar heißt das Juna. Das ist natürlich das niedrigste, was ich hatte, also das leichteste. Und ich habe ein kleines bisschen in der Zeit schon gebaut gehabt. Das ist also jetzt anderer Speicherpunkt, andere Welt. Und ihr seht schon, viel gemacht, getan und so weiter. 380 Leute habe ich da schon. Und Energie auch wieder über 1443 und so weiter. Und die eine Ressource ist fast 2 Millionen und so weiter und so weiter. Es ist schon, manche Sachen sind weiter ausgebaut. Die Silos sind doppelt so groß. Die Energie sind die gelben Türme, unten sind die Goldminen, oben sind die anderen Minen. Also ein bisschen was schon so da nochmal ganz groß. Ich hoffe, euch hat die Spielevorstellung gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Immer, wir lesen uns in den Kommentaren. Macht's gut, tschüss.